Willkommen bei Underdog Games. Mir geht es mehr darum, dass ich zwar das Rätsel gelöst hatte, aber es nicht funktioniert hat. Ich dachte mir, hau ab, verschwinde aus Hogwarts und mach dein eigenes Ding. Als wir mit dem Quest nach Hogsmeade geführt wurden, bin ich hier diese schöne Straße hinlang gelaufen und habe ein Schild gesehen, Lake. Und dann bin ich abgebogen und dann kam ein riesiges rotes Schild, du musst deiner Partnerin folgen. Scheiße, also bin ich erstmal der Partnerin gefolgt, aber jetzt bin ich frei von Ketten. Ich bin jetzt quasi in der Open World angekommen und kann tun und lassen, was ich möchte. Und da habe ich auch schon gleich was Tolles gefunden, ein ganz kleines Geheimnis, eine geheime Höhle. Wer es nicht sehen möchte, soll es bitte ausschalten. Ihr biegt hier rechts ab Richtung Lake bzw. Steg und zum Steghaus. Steghaus, oh lecker, ein Steghaus. Ja, auf jeden Fall geht ihr da runter und lasst das alles rechts liegen, biegt quasi links ab, geht hier an Stonehenge vorbei, was übrigens auch irgendwie funktional ist. Bin schon mal drauf rumgesprungen und ja. Und dann geht ihr weiter. Und im Grunde geht es mir gar nicht um die Höhle und um die Sachen, die da drin sind. Mir geht es mehr darum, dass ich zwar das Rätsel gelöst hatte, aber es nicht funktioniert hat. Deshalb mache ich dieses Video. Also, hier ist eine Fackel, man sieht es, also eine Laterne. Und da ist eine Platte und wie man sieht, leuchtet die auch. Wenn wir hier mal wirken, sehen wir, da ist was zu tun. So, das kann man hier nicht öffnen, man kann schießen und machen und fliegen und bewegen und ziehen, wie man will. Es funktioniert nicht. So, dann bin ich hier weitergelaufen, dann habe ich natürlich, wie viele andere auch, diesen Stein liegen sehen. Und dachte mir, ach, den hole ich mir mal. Schweben lassen bringt nichts, ich ziehe ihn mir, also lege ich mir natürlich jetzt erstmal noch den Accio oder wie auch immer auf die Tasten und ziehe mir den Stein. Gesagt, getan, ich nehme den Stein mit. Hängt jetzt hier quasi am Zauberstab und wir ziehen uns den schön da zurück, durch das Gerödel durch, gar kein Problem. Springen können wir rückwärts nicht, das ist ein bisschen doof, zumindest nicht mit der Tastatur und Maus. Da kommen wir nicht hoch, also mache ich hier nochmal aus. Spring hoch und ziehe mir dann fertig hoch. So. Und jetzt muss der natürlich auf diese Platte, weil das ist ja wohl ganz logisch. Und jetzt schiebe ich ihn da vorsichtig drauf und es leuchtet auch so ein bisschen, aber es passiert nichts. Jetzt schiebe ich ihn ein bisschen weiter um die Ecke und drehe und mache und es passiert einfach überhaupt nichts. Ich kann mit diesem Stein da drauf nichts machen, der reagiert einfach nicht. Ich habe ihn nochmal auf die Kante gestellt. Mit viel Mühe, es ging einfach nicht. Der Trick ist, ihr müsst ihn schweben lassen. Und wenn er schwebt, dann öffnet euch da das Türchen. Naja, ist ja eigentlich kein Türchen, ist ja eigentlich eine Mauer, ne? Genau. Und was da drin ist, das könnt ihr mit Licht und viel Fantasie selbst herausfinden. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, wäre es schön, dass ihr mir ein Abo da lasst, denn ich freue mich über meinen 555. Abonnenten. Ich bin gespannt, wer es wird. Und das hier ist die Höhle. Macht's gut, vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.